Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren CSGO Overwatch. Heute Wingman auf Dust, auf Short Dust, Dust 1. Ach Gott, was treibt er denn da? Hat er sein Spitzelchen gesehen? Oder hat er ihn durch die Wand gesehen? Naja, willkommen hier im Overwatch. Ihr wisst Bescheid, wenn euch irgendwas einfällt, was er wohl hat, direkt schreiben. Ja, nicht großartig auf mich hören, sondern gerne auch eure eigene Denkweise dargeben in den Kommentaren. Ich werde wie immer hier in dem Video... Achso, was habe ich beim letzten Mal gedrückt? Das schneide ich am Schluss immer, also das, ja, schneide ich immer weg am Schluss. Was ich drücke und sag's euch im nächsten, aber, was habe ich jetzt letztes Mal gedrückt? Welcher Fall war denn das überhaupt? Ich habe jetzt zwischendrin ein Päuschen gehabt. Ich meine, es war dieser extrem obvious Fall, ne, der alles anhatte. Da war's... Oh. Habt ihr das gesehen? Er spielt auf jeden Fall gegen den Spinbotter. Interessant! Da hinten kommt der Angebotte. Nicht der andere. Pass mal auf, da links kommt er gleich ultra angebotte. Guck mal, wie das aussieht. Oh shit, jetzt frisst er auch gleich brutalst. Guck, der Stein da drüben. ganz interessant, das so rumzusehen. Wobei ich jetzt auch nicht davon ausgehen möchte, zu 100%, dass er hier gar nichts hat. Naja, auf jeden Fall, letztes Mal waren, glaube ich, Aim Assist und Vision Assist. Da hat er die volle Packung. Das war dieses Spiel, wo ich mich so gefreut habe, dass nämlich wieder die Hacker übers Trust zusammengewürfelt wurden. Da haben auch Hacker gegen andere Hacker gespielt. Zwar nicht, leider nicht 5 Hacker gegen 5 Hacker, sondern wahrscheinlich halt 2 gegen 2 und der Rest waren leider Legits, die sich vielleicht einen brandneuen Account gemacht haben und halt dann da unten rumdümpeln. Guck mal, was macht denn jetzt hinten am Spawn? Stellt er seinen Cheat jetzt wieder ein oder was? Was? Nee, das ist er, das ist er. Alter, krass, aber er regelt hier, der andere schießt gar nicht richtig, der Botter. Also er ist der sich dreht, den er gerade eben zuletzt gekillt hat. Was sagt er hier bei... Die Katze schmeißt gerade Zeug rum. Was meint er mit dem Bunnyhop? Der sah crisp clean aus, beziehungsweise crisp legit. Aber was würdet ihr sagen, hat der Suspect am Start? Also, auch im Wingman funktioniert natürlich der Trust-Faktor. Man wird mit Leuten zusammengetrustet, die eben einen dementsprechend guten, schlechten oder mittleren Trust-Faktor haben, wie man selbst. Und ich denke, wir können mit Fug und Recht behaupten, dass er hier einen sehr schlechten Trust-Faktor hat. Und seine Gegner höchstwahrscheinlich auch. Sein Mate sicherlich auch. Ja, ich sage hier nochmal geschwind an, heute ist kein... Livestream. Heute Abend bin ich auf einem Konzert. Auf einem Straligator-Konzert. Und das heißt, ich bin dann, ja, wenn überhaupt, erst spät nachts selbst wieder zu Hause. Nochmal kurz, was sagt ihr zu den Bunnyhops? Ich meine, was sagt ihr zu den Bunnyhops? Oh, komm schon. Das war's? Ah, leck mich doch. Kann doch nicht wahr sein. Was sagt ihr zu den Bunnyhops? Erstens und zweitens, was glaubt ihr, hat der generell angehabt? Super, das waren jetzt 2 Minuten. Leg mich doch am Arsch, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Das ist doch viel zu kurz. Das drücke ich dann später, ne? Damit ihr jetzt nicht seht, was ich drücke, damit es noch eine minimale Geheimhaltung hat, ob ich jetzt Grief drücke oder Aim oder Vision. Was machen wir jetzt noch, Heidenai? Ich habe jetzt tatsächlich auch nicht allzu viel Zeit, weil ich jetzt noch kurz lernen muss, bevor wir ins Konzert gehen. Das ist zwar erst heute Abend, ich habe noch 2-3 Stündchen Zeit, aber ich habe gestern nichts gelernt und habe gestern dann anstatt 3 Stunden 9 Stunden gestreamt. Wir waren bis um 3 Uhr morgens noch am Start, um es praktisch wieder wettzumachen, dass ich ja heute nur so kurz am Start bin. Vielen Dank direkt an alle, die mir wieder Sachen geschickt haben. Saikusa hat nochmal den Sticker hier rausgehauen und am Dienstag ja sogar Knife rausgeklöppelt. Die Katze ist gerade wieder da. Was ist los, Katze? Hä? Ja, ich muss noch ein paar Minuten aus dem Video rauspressen. Machst du mit? Guck mal. Vielleicht kann die Katze ja irgendwie was machen. Oh, das ist gut, die tanzt. Glaubt ihr, die ist zufrieden mit dem Tanz gerade? Guck mal. Also sie guckt nach oben, weil ich sie... Oft jagen wir zusammen fliegen. Dann nehme ich sie so, ne? Damit sie ganz bequem hocken kann. Guck, wie sie schon hochguckt, guck mal. Und dann halte ich sie an die Fliegen dran, an die Mücke. Wenn irgendwo was ist, eine Fruchtfliege oder halt eine Mücke oder so, ein Falter oder so. Und dann geht sie hin und jagt die Fliegen. Ja, Kätzchen. Aber hier gibt es jetzt gerade nichts. Ich meine, es ist nicht so, als hätten wir 800 Fliegen am Start immer. Aber wenn sich mal eine rein verirrt, gell, dann hol ich sie dir, dann holen wir sie zusammen. Sie mounst halt dann, ne, wenn die Fliegen oben rumsitzen. Komm, was mache ich denn jetzt? Mache ich jetzt eine Runde Deathmatch, einfach nur um kurz mit euch zu talken? Mache ich einfach, wisst ihr was? Hauen wir rein. Deathmatch, Audi, das 2, bumm. Shazam. Ja, mit der Katze jage ich des Öfteren Fliegen. Was macht ihr mit euren Haustieren? Habt ihr auch so spezielle Hobbys mit dem Haustier? Jagt ihr zusammen etwas? Geht ihr mit eurem Hund auf die Pirsch? Geht ihr auf die Fuchsjagd? Was jetzt ja auch nicht so gut ist. So. Aber Kätzchen, ich muss jetzt ein bisschen spielen können, noch kurz, gell? Wenn sie mich anguckt, nee. Nee, musst du nicht.
liegt natürlich wieder genau hier. Also an sich gar nicht so schlimm, wenn sie hier liegt. Ich kann nach wie vor hier drüben an die Tastatur und hier hinten ist die Maus. Aber wenn ich nach links will, dann drücke ich ihren Hintern ein. Aber da muss ich jetzt durch. Oder wenn du dich noch ein bisschen darüber bewegst. So, sehr gut. Ja, ja, heute Abend Alligator-Konzert. Beginnt, glaube ich, um 19 Uhr oder sowas oder 20 Uhr. Und ihr wisst ja, wie Konzerte sind. Die gehen dann mit Vorgruppe und Co. Drei Stunden, manchmal länger. Manche machen es schneller, manche machen es kürzer. Also ich war bis jetzt auf zwei Alligator-Konzerten, auf einem normalen Konzert und auf einem Akustikkonzert. Und er macht da schon auf jeden Fall Klimbim drumherum. Achso, ich muss hier ja, bin ich dumm. Na, Moni Glock. Er macht da schon ordentlich einen Klimbim drumherum. Es ist wirklich ziemlich nice, was er da treibt. Und es ist natürlich auch wieder eine Vorgruppe dabei. Darum kann man da wohl einiges erwarten. Sind ja keine Gegner, hallo? Muss ich jetzt komplett gegnerlos spielen, oder was? Hä? Das bin ich vom Deathmatch nicht gewöhnt. Also ich meine, ich spiele es jetzt nicht allzu oft, aber die paar Male, wo ich spiele, da sind dann irgendwie auch Feinde. Aha! Hab ich dich, du Gauner! So. Was sagen Sie dazu, Monsieur? 16 Punkte, boom. Ich kämpfe mich direkt an die Spitze. Einer ist auf Long, einmal weg. Oh, hinter mir ist er! Oh ne, der ist an der Seite. Der Gay Hunter. Das ist aber ganz schön frech, der Name, mein Freund, gell? So was dulden wir hier nicht! So, ey! Er kommt mir. Er snitcht mir den Kill. Oh nein. Oh mein Gott, das war gerade mal Kanapé. Schnell, schnell, schnell! Komm ins Spiel! Ach du Vogel! Ah! Naja, immer noch den einen gesnitcht. Ich gucke einfach, dass ich nur mit den Waffen spiele, die vorgeschlagen werden. Also ich mache nicht auf random. Ich spiele nur mit Pistol und mit den Waffen, mit denen man extra Punkte bekommt. Aber sonst nicht. Weil das jetzt gegen die IOPs ein bisschen krepelig ist auf die Distanz. Oh. Der hätte jetzt gerne AWP haben können. Wer labert mich denn da voll? Hallo? So. Wisst ihr? Ich hab's gar nicht gerafft, dass ich hier bin. Oh, er ist schon tot, schade. Ah, jetzt kann ich ja wieder was. MP5, nice, schon wieder. My lovely weapon. It is my favorite gun. Stopp. In den Rücken geschissen, Alter. Aber die Kollegen haben trotzdem schon einiges an Vorsprung. Ich meine, gut, die spielen natürlich auch nicht mit Handicaps, so wie ich. Ja, profimäßig, da hat man natürlich direkt eine Ausrede. Dich genauso sehen, du. Oh! Es gibt direkt Durchfall für den, Alter. Ins Face! Ja, da freue ich mich schon drauf. Concerti Bomberti ist jetzt halt etwas ungeschickt, dass es an einem Freitag ist. Ja, hätte ich das vorher gewusst. Es ging mal wieder über meine Schwester. Meine Schwester ist ja irgendwie die in sowas dann auch wirklich. Die auf sowas auch großen Wert legt, auf solche Veranstaltungen. Ich meine, sowas ist schon cool, ja. Versteht mich nicht falsch. Ich freue mich natürlich, ja. Und Alligator ist ja auch einer meiner Lieblinge. Aber wenn es halt gerade an einem eigentlich geschäftigen Tag für mich ist, da hätte ich dann zumindest geguckt, dass es ein anderer Termin ist. Aber sie hat halt schon Karten geholt und dann, oh, kommt ihr da auch hin? Soll ich welche mit? Ah! Naja, jetzt ist es halt so, wie es ist. Ach, kommt ihr Fickel. Ihr mit euren verschissenen AWPs, hocken sie da rum. Das ist doch langweilig. Außer ich will irgendwie IOP trainieren oder so. Also, wisst ihr, wenn ich jetzt gleich ein Spiel vor mir habe und Main AWP bin, okay. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle ein Spiel vor sich haben. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber egal, ich bin vorne, trotz des Alters. Ich glaube, wir haben da so ein kleines Meme, ein eigenes, mittlerweile. Hallo? Bin der Gegner? Da kriegt der Punkte abgezogen, wenn ich geneift werde. Leute, bitte sag jetzt nicht ja. Welcher war denn das? War das etwa der erste? Ey, yo, das war sogar dieser Gay Hunter. Mit so einem behinderten Namen ist der erste. Nee, den kann ich gar nicht. Der sieht auch schon aus wie einer. Der sieht aus wie so ein vollkommener homophobe Homunculus. Der gerne Schnecken isst, aber lebende Nacktschnecken noch. Die schreien können. So. Jetzt machen wir hier mal langsam. Alter, wie viel habe ich hier? 72 in 8. Die Glocke ist halt auch echt eine starke Waffe. Da musst du ja schon lassen. Die ist wirklich hart. Hör auf, da rumzukämpfen. Er ist einfach auf, klar. Komm. Jawohl, da ist ja eine Bombe, die habe ich gar nicht gesehen. Hinter mir ist wieder einer. So. Ich meine, gut, man hat natürlich dann schon einen kleinen Vorteil, wenn man diese Waffen noch nimmt, weil man Punktevorteile bekommt. Haben wir zwischendrin, wenn man dann nur mit Pistol spielt. Ist halt hart, ne? Aber da musst du durch, auch als Mann. Gerade als Mann musst du bei sowas durchkommen können, ne? Das ist logisch. Der andere ist da links, das ist schon zufällig meiner. Geh mal weg. Oh, da ist noch einer.
Juhu. Nice shot. Ja, wie sieht's bei euch aus? Seid ihr so Konzertgänger? Wart ihr schon auf vielen Konzerten oder Festivals oder sowas? Ich glaube, ein Festival für mich eher nichts. Ich bin auf jeden Fall der gemütlichere Typ, deswegen war für mich auch, also rein von der Gemütlichkeit, das Akustikkonzert von Alligator am gemütlichsten. Da gab es sogar Sitzplätze. Zwar nicht mit, also ich hätte bei Konzerten generell am liebsten Plätze. Nicht zwingend Sitzplätze, aber ich fände es wichtig, wenn es da sozusagen Reservierungen gäbe. Du holst dir eine Karte, da steht eine Reihe drauf, in der du dich befindest. Und nicht frei und hin und her, weil da muss man sich auch keinen Stress machen von wegen, oh nein, wir müssen gucken, dass wir 3 Jahre vor dem Konzert da sind, um dann nach ganz vorne zu kommen. Und dann steht man in der Schlange und muss strullen und hin und her und, ah! Stress ist das, Stress! Hör auf, mit AWP zu spielen. Ist da hinten einer? Oh. Hallo, Heidi. Danke. Oh, der hat auch AWP. Komm, du kannst nichts. Ah, schade. Ah, ah, ah! Also manche können echt gar nichts, ne? Wie lange hat er jetzt auf mich geschossen? Wie viele Jahre? Und ich laufe einfach... Oh! Ich laufe einfach im Kreis, in Schlangenlinien. Da ist eine AWP, die kriege ich. Ne, ist ein Aug. Hinter mir kommt einer mit Deagle. Ah, noch einmal ein Triple rein, da wäre er weg gewesen. Ah! He's so mean. Komm, ich hol den nächsten. Schon wieder der. Kill confirmed heißt er. Glaube ich aber eher nicht bei seinem Namen. Oh fuck. Der Kirse. Das ist ein guter, der Kirse. Deswegen spielt er gerade alle Dougal, ihr Säcke. Mist, die habe ich jetzt verpennt. Aha. Kriegt man jetzt mehr Punkte, wenn man jemanden knifet? Guck mal. 20 Points. 20 Points! Da ist doch einer. Schon wieder der Kill-Confirm. Ist das ein Bot? Das spielt komplett merkwürdig. Ich habe das gesehen, wie er da erstmal voll lange steht und realisieren muss. Warte mal. Da sind 3 Feinde. Da unten sind 2. Nein, nein, nein! Warum lade ich nach? Ich habe bestimmt noch 1, 2 Schuss gehabt. So. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin gerade der Noob. Ich war gerade ein Bötterich. Tja, auf einmal kommt der eine ja gar nicht mehr hinterher. Von dem Punkt her. Der Drecksack, der verschissen. Oh, Quadro, mit deiner AUP, wie fühlst du dich jetzt? Ich hoffe doch gut. Shit, mit der Negative ist mal sehr langsam, ne? Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Das ist irgendwie kacke. Muss ich halt so immer auf die Plätze springen. Was hast du, eine AUP oder was? Ach, keine Ahnung, was das war. Bestimmt was Schlechtes. Ah! Das war so ein kleiner Glücksfall, dass da so viele standen. Sehr, sehr schön. Das war ja ambitiös, Alter. Da stehen sie einfach in einer Reihe. Wo ist der Feind? Hier war halt. Hallo? Ja, wir haben noch Zeit, Leute. Das Video wird halt etwas länger, aber dafür könnt ihr auch sehen, ob ich direkt wieder live bin, einfach so wie letztens. Sehr schön, sehr schön. Oh, Sir, kann ich ihn vielleicht... Mache ich einen Knife-Kill? Wie lange dauert es, bis er da ist? Wenn jetzt einer kommt, so geliefert. Hopp, jetzt... Okay, gut. So was ist halt dann auch kritisch, ne? Wenn dann einer kommt, in so einem Moment wirst du ganz schön geliefert. Okay, Confirm muss ein Bot sein. Der läuft ganz geradeaus, normal weiter. Wird nicht hektisch, lädt einfach nach und denkt sich, okay, that's the day I die. Und macht nichts. Ich bin voll am Schießen und er... Das interessiert ihn gar nicht. Die meisten springen in so einem Moment. Und wollen noch irgendwie davon kommen. Oh, was haben wir denn hier? Beißen. Aha, das ist der Weg. Aha, aha, ich mag ihn. Hier gibt es übrigens auch wieder einen Skin für euch zu gewinnen. Und bevor wieder jemand fragt, ja, der letzte große YouTube-Skin-Gewinner wurde auch schon angesagt. Ja, ja. Es gibt immer so ein paar, die das scheinbar nicht mitbekommen und mir dann unterstellen, ich würde die Leute gar nicht ansagen. Aber keine Sorge, ich mach erst ein nächstes Giveaway, wenn der Gewinner angesagt ist. Beziehungsweise sage spätestens den Gewinner in dem Giveaway-Video dann an. Ja, komm, am Ärmel, Alter. Am Ärmel. So. Wow. Pretty good shot. That's a nice shot, my friend. Ja, ich glaube, der eine holt mich nicht mehr auf, außer ich hätte jetzt irgendwie eine Durststrecke. Ich weiß noch, vor dem letzten 99 Damage Turnier haben wir ab und an mal, also vor den Spielen, haben wir ab und an uns aufgewärmt, hier auf, also im Deathmatch.
Und da gab es immer wieder Runden, in denen man richtig on fire ist und dann geht auf einmal nichts mehr. Also man sieht keine Feinde. Es kommen Situationen so wie hier, man ist halt auch nicht ready for the kill, aber so passt es jetzt gerade optimal hier. Alter, da ist... Da drüben war eine IOP, habt ihr das gesehen? Oben drauf. Was habe ich dir gegeben? 14 in 2. Habe ich ihm ins Ohr geschossen. Ich glaube, ich habe ihm echt ins Ohrläppchen geschossen, ne? 14 in 2 ist selbst für eine Glock irgendwie wenig. Ich glaube, eines der leichtesten Deathmatches im Moment. Letztes Mal habe ich es gerade so geschafft. Ja, im Moment. Im Gesamten so. Ja. Naja. Leute, dann vielen Dank fürs Zusehen. Überlegt ganz genau, was ich dem Kerl gedrückt habe. Ich muss es jetzt halt noch machen. Also, ich muss den Fall jetzt eben nochmal geschwind öffnen. Ja, wir... Halt. Stopp, ich bin nicht nochmal dabei. Na egal, wir sehen uns dann ja, im morgigen Video und Livestream-technisch spätestens dann am kommenden Dienstag wieder. Ne? Ihr wisst ja, Livestream ist jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Vielleicht streame ich am Samstag oder am Sonntag nochmal, wobei ich gestern ja immerhin 6 Stunden noch draufgeschlagen habe. Anstatt 3 Stunden habe ich 9 Stunden gestreamt. Ich glaube, das sollte eigentlich als Wiedergutmachung für den ausfallenden Freitagstream reichen. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, danke für die Kommentare und Abonnements und Likes und Dislikes.